Wolfgang Solz. Wolfgang Solz richten. Wolfgang Solz, ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der auch zweimal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Wenige werden ihn kennen, er ist Frankfurter. Ja, er ist Frankfurter und er wird jetzt, also 1940 geboren in Frankfurt, ist jetzt also 67 Jahre alt. Gratulation zur Rente also erstmal, ja. Hat dann natürlich gespielt bei bei Eintracht Frankfurt. Was gibt es über ihn Besonderes zu sagen? Ja, man hat ihn genannt den Brasilianer wegen seiner Intimfrisur. Nee, wegen seiner Ballfertigkeit, ganz einfach. Ja, aber wenn der so gut mit seinen Bällen umgehen konnte, dann lag das ja vielleicht doch daran, dass die nicht unter Büschen von Haaren versteckt waren, sondern unter einem Brasilianer. Ja, lass uns das wieder, ja, jetzt wollte ich fast sagen, lass uns das wieder in sauberere Bahnen lenken, dieses Gespräch, aber dann wollte ich als nächstes über seine Station bei Darmstadt sprechen. Und Darmstadt ist ja jetzt nicht wirklich, das klingt nicht wirklich sauber. Ich habe Darmstadt immer eigentlich für den seltsamsten deutschen Stadtnamen gehalten. Darmstadt, also ich muss da immer an großen braunen Haufen denken. Ja, was ich in diesem Zusammenhang komisch finde, hier steht nämlich, also der SV Darmstadt 98 hat den, du sprichst von einem braunen Haufen, aber der Spitzname von denen ist die Lilien, was ja so gerade das Gegenteil ist, würde ich mal sagen. Die Lilien, die aus einem großen braunen Haufen wachsen vielleicht. Übrigens, Wolfgang Solz hat sich eine Versicherungsagentur jetzt aufgebaut. In Frankfurt. Ja, Gratulation. Da wird's wohl doch nichts mit der Rente vielleicht. Wir haben aber dadurch den Anschluss geknüpft an unsere Einleitung und hören damit auf. Also, bis bald. Tschüss.